Mythos Elbow Down. Macht das wirklich schnell oder ist das nur Show? Martin Bauer hat eine eindeutige Meinung dazu. Bleibt's dran. Elbow Down. Ich bezeichne es ganz gerne auch als Modeerscheinung, die immer mehr um sich greift. Jeder will den Elbow Down bekommen. Ich habe schon gesagt, Martin Bauer hat eine eindeutige Meinung dazu und ich muss ein bisschen provokant sein. Du hast einen meiner Meinung nach sehr aufrechten Fahrstil für einen richtig schnellen Fahrer. Jetzt könnte man sagen oder könnte ich dich fragen, schaffst du den Elbow Down nicht oder wieso fährst du nicht Elbow Down? So. Also ich habe, wie du schon sagst, grundsätzlich einen sehr aufrechten Fahrstil. Das rührt eher daher, dass ich immer ein Freund war von sehr effizienten Fahren. Das bedeutet, mit wenig Kraftaufwand. Weil es war meistens dann so, auch besonders in den längeren Rennen, wir haben doch teilweise so eine halbe Stunde bis knapp über eine halbe Stunde Rennzeit gehabt. Wenn du da immer sehr verkrampft und mit sehr viel Kraft am Motorrad sitzen musst und schnelles Fahren ist automatisch immer mit viel Kraftaufwand verbunden, habe ich mich immer so aufs Motorrad gesetzt und so positioniert, dass ich mit relativ wenig Kraftaufwand über die Renndistanz komme. Und das hat mir sehr oft gerade am Ende noch genügend Kraftreserven gegeben, um eben den Tick noch schneller fahren zu können als die anderen, weil die letzten Runden teilweise wirklich die Fitness und deine Kraftreserven darüber entscheiden, ob du noch 2-3 Zehntel pushen kannst oder nicht. Und deswegen hat mir das so viel geholfen, dass ich bei dem Fahrstil geblieben bin. Natürlich habe immer in der Vergangenheit auch versucht, den Fahrstil anzupassen. Also man arbeitet immer an sich. Wenn du an der Spitze dranbleiben willst, musst du noch jeden Strohhalm greifen, der da irgendwie entgegengestreckt wird. Und du beobachtest immer, was machen die anderen, was für Möglichkeiten hättest du als Fahrer vielleicht noch zu verbessern. Und das habe ich immer probiert, so wie ich mit der Technik permanent gespielt habe und versucht habe, den Grenzbereich noch weiter rauszuschieben und noch schneller fahren zu können, habe ich natürlich auch an mir immer gearbeitet und habe natürlich alles probiert, wo man irgendwo sieht, das macht vielleicht Sinn oder könnte mir helfen. Und natürlich habe ich das auch mit dem Elbow Down probiert, habe mich mit dem auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt, weil es natürlich nicht uninteressant ist, hier vielleicht eine Hilfe zu bekommen und habe hier Entscheidendes rausgefunden. Jetzt ist ein Neugrenz. Werbepause, bitte. Genau. Also wie du sagst, es ist schon ein bisschen eine Modeerscheinung grundsätzlich. Es sind ein paar Fahrer sehr plakativ damit jetzt aufgetreten, auch sehr erfolgreiche Fahrer, muss man sagen. Ich glaube, einer der hervorstechendsten ist wahrscheinlich der Marc Márquez, der diesen Fahrstil auch ein bisschen, ich sage mal, salonfähig gemacht hat. Was passiert bei dem Elbow Down? Der Elbow Down, muss man sich vorstellen, macht einem jetzt einmal grundsätzlich nicht per se schneller. Was man möchte grundsätzlich ist schon eine gewisse Gewichtsverlagerung auf die Innenseite der Kurve, das sogenannte Hang-Off. Das hat jetzt mal primär nichts mit dem Elbow Down zu tun, sondern da geht es einfach nur darum, sein Gewicht auf die innere Seite der Kurve zu verlagern, damit man eben das dem Fahrzeug ermöglicht, etwas gerader zu bleiben, weil in Summe zählt ja der Gesamtschwerpunkt, wo man den hat, vom Fahrer und vom Fahrzeug. Würde ich gerade oben sitzen und kein Hang-Off fahren, hätte ich sozusagen einen einheitlichen Schwerpunkt und ich müsste das Fahrzeug, um einen gewissen Kurvenspeed zu fahren, in eine gewisse Schräglage zu bringen. Verlagere ich nun als Fahrer mein Gewicht mehr auf die Kurveninnenseite, kann ich genau um den Betrag das Fahrzeug etwas hochnehmen. Und das hat den Vorteil, dass eben der Reifen, der auf der Flanke sicher seinen Schwachpunkt hat, weil er dort nicht so eine konstante Auflagefläche schafft, wie dort, wenn er gerade aufliegt oder noch im mittleren Bereich aufliegt, erreiche ich eben genau das, dass eben dieser Reifen nicht an der Flanke so beansprucht wird, sondern durch das Hochnehmen des Fahrzeuges eine bessere Auflagefläche erzeugt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Hang-Offs.
Jetzt geht es darum noch, was mache ich mit dem Oberkörper? Um Elbow Down fahren zu können, das verwechseln auch viele, brauche ich jetzt nicht um so viel mehr Schräglage. Ja, was ich brauche, ist eine komplett andere Oberkörperhaltung. Nämlich eine, die extrem nach vorne gebeugt ist. Also zusätzlich zum Hang-Off, was eh normal ist, was ich auch immer verwende, aus den vorher beschriebenen Gründen, muss ich, um Elbow Down fahren zu können, eben den Oberkörper massiv nach vorne legen. Und das erzeugt grundsätzlich, und da sind wir jetzt auch ein bisschen bei den Nachteilen, weil jeder glaubt, Elbow Down ist, muss man machen, wenn man schnell fahren möchte, oder nur wer Elbow Down fährt, ist schnell. Das Elbow Down Fahren hat auch sehr gravierende Nachteile. Nämlich folgenden: Wir haben schon gesagt, dass man mit der Sitzposition oder Oberkörperposition sehr stark nach vorne geneigt sein muss. Und ich habe damals einen Lenkerstummel genommen, um das ein bisschen zu demonstrieren. Wenn ich jetzt Hang-Off fahre, sagen wir haben eine Rechtskurve, setze ich mich natürlich etwas mehr auf die rechte Seite, lehne den Körper ein bisschen nach außen, und so wie ich fahre, bleibe ich mit dem Oberkörper eher gerade und habe dadurch eine relativ entspannte Position zum Lenker. Will ich jetzt Elbow Down fahren, muss ich den Oberkörper massiv nach vorne neigen, damit ich automatisch hier mehr Winkel zusammenbringe und der untere Bereich der Hand eher fast in Richtung des Lenkerstummels schaut, also diese Richtung hat, damit ich eben hier einen Kontakt zum Boden bekomme. Und wie man das jetzt, wenn man das gut beobachten kann, ich drehe das Ganze jetzt einmal nach vorne, damit man das besser sieht, hat man hier jetzt einen massiven Winkel im Handgelenk drinnen. Und das ist einer der Hauptprobleme bei diesem Fahrstil, dass das natürlich, kann man sich relativ gut vorstellen, sehr viel Kraftaufwand bedeutet. Weil ich muss ja dann, sobald ich ans Gas gehe, meinen Körper ja noch am Lenker vorne halten. Und dadurch muss ich sozusagen hier sehr viel Kraft aufwenden durch diese extreme Umlenkung. Und brauche sehr viel Kraft, um mich in Position halten zu können. Das nächste Problem ist, wenn man hier, habe ich absichtlich den rechten genommen, weil hier ja der Gasgriff natürlich ist, ich muss aus dieser Position das Gas auch noch vernünftig dosiert bekommen. Kann man sich auch relativ gut vorstellen, dass das hier deutlich einem schwerer fällt, als wenn ich normal draufgreifen kann und hier das Gas dosieren kann. Und all das sind eben Punkte, die zu einer sehr hohen Belastung und einer sehr hohen Anstrengung für den Körper kommt, besonders für den Oberkörper und für die Arme. Das ist auch der Grund, warum das Phänomen Armpump, das werden vielleicht einige von euch schon gehört haben, im Rennsportbereich immer mehr ans Tageslicht tritt. Das ist eben, weil diese Fahrweise den Körper extrem beansprucht. Und das sind so die Punkte, die es abzuwägen gilt. Weil auf der anderen Seite, wir haben jetzt so ein bisschen über die Nachteile gesprochen, kommen wir mal zu den Vorteilen von diesem Elbow Down. Der markanteste Vorteil eigentlich von diesem Fahrstil ist, dass ich einen zusätzlichen Auflagepunkt, nicht nur das Knie, nämlich auch den Ellbogen, auf dem Boden habe und mir dadurch, wenn wirklich ein starker Vorderradrutscher passiert, ich noch eine zusätzliche Auflagemöglichkeit habe, das Ganze wieder abfangen zu können. Wenn damit man, sind wir wieder beim Marc Marquez. Ganz genau. Also. Und dadurch ist es auch so salonfähig geworden, weil der Marc in der Lage war, zusätzlich mit dem Ellbogen massive Vorderradslides nochmal abfangen zu können. In Situationen, wo man eigentlich sagt, ja, das geht eigentlich fast nicht mehr, hat es der Junge wirklich geschafft, nochmal das Fahrzeug in den Griff zu bekommen, indem er übers Knie und über den Ellbogen sich nochmal abstützt, Gewicht wegnimmt vor dem rutschenden Fahrzeug und dadurch das Fahrzeug wieder aufstellen kann. Braucht man muss dazu sagen, das hängt nicht nur vom Fahrstil ab und nicht nur vom Elbow Down, sondern auch sehr viel vom Fahrzeug selber. Das muss so ausgelegt sein, dass hier beim Überschreiten des Grenzbereiches, gerade beim Vorderreifen, das ist ja eigentlich der kritische Punkt, noch genug Führung da ist, um das Ganze wieder aufstellen zu können. Man merkt es jetzt so in der letzten Zeit, tut auch der Marquez sich teilweise schon schwer, diese Vorderradrutsche abzufangen und stürzt auch sehr oft. Also man sieht, nur der Fahrstil alleine hilft einem da nicht unbedingt weiter. Man braucht auch das dementsprechende Setup vom Fahrzeug. Und wenn ich das nicht habe, ist auch der Elbow Down nicht immer zweckführend.
Der einzige Vorteil, den man noch daraus ziehen kann, ist eventuell jetzt gerade bei den starken Motorrädern, dass durch das nach vorne orientierte Fahren oder das nach vorn orientierten Oberkörper, habe ich die Möglichkeit, relativ viel Leistung freizusetzen, bevor man das beginnt wegzusteigen. Und das könnte noch ein kleiner Vorteil sein, muss man aber dementsprechend umgesetzt bekommen und erfordert viel Kraft, weil, wie wir vorher schon gesagt haben, erfordert das in der vollen Beschleunigung die Anforderung, den Körper über diesen extremen angewinkelten Zustand nach vorne halten zu können, bei voller Beschleunigung. Also da zieht er, man beschleunigt teilweise über ein G oder um ein G bei diesen Fahrzeugen, zieht der Körper mit dem Eigengewicht nach hinten und das muss man vorne alles abstützen. Also es ist aber das siehst du auch da wieder einen Vorteil für besonders starke Motorräder, wie es die MotoGP-Bikes nun mal sind, dass man da halt auch schon einmal das Aufsteigen mehr unterdrückt. Man kann das Aufsteigen dadurch etwas mehr unterdrücken. Es hat allerdings auch einen leichten Nachteil, weil ich habe mich, wie gesagt, sehr viel damit beschäftigt und habe da sehr viel experimentiert. Das extrem nach vorgeneigte Fahren hat zwar den Vorteil beim Beschleunigen, dass das später wegsteigt, aber ich bekomme den Gewichtstransfer ans Hinterrad deutlich später. Das heißt, wenn ich am Scheitelpunkt bin und möchte dort Last aufnehmen und habe den Oberkörper extrem weit vorne, dauert mir der Lasttransfer um einen Ticken länger, um das Gewicht aufs Hinterrad zu bekommen, weil das will ich ja haben, dieses sogenannte Pitching nach hinten, damit der Hinterreifen Grip aufbauen kann. Und wenn ich das nicht zustande bringe, muss ich etwas warten, wieder Gas anlegen zu können. Und hier gilt es auch, den Fahrstil dementsprechend anzupassen, also auch die Linienwahl, wollte ich eigentlich sagen, die Linienwahl anzupassen an das, was ich mache. Habe ich einen extrem nach vorne orientierten Fahrstil wie Elbow Down, dann muss ich auch schauen, dass ich alles darauf auslege, am Kurvenausgang so früh wie möglich Gas geben zu können, um das auch zu unterstützen zu können oder den Vorteil daraus ziehen zu können. Wenn ich das alles nicht mache, kostet mir das Ganze eher sehr viel Kraft, Energie für relativ wenig Benefit. Wir reden jetzt die ganze Zeit vom wirklich Top-Rennsport, wo der Fahrer wirklich in der Lage ist, das auch auszuspielen. Wenn wir das jetzt ein bisschen runterbrechen, was vielleicht noch deutlich interessanter von vielen von euch sein wird, in dem, sage ich mal, Normalbereich, Normalfahrerbereich, im Hobbybereich, da sieht die Sache nochmal komplett anders aus. Also wenn es darum geht, wenn mir jemand fragt, wie soll ich da am besten drauf sitzen, soll ich Elbow Down versuchen, ist meine eindeutige Empfehlung, am besten so drauf zu sitzen, dass man das beste Gefühl zum Fahrzeug aufbauen kann und so wenig Kraft wie möglich braucht. Weil das ist schlussendlich das Entscheidende, wie schnell man als im Hobbybereich unterwegs ist. Setz ich mich auf das Fahrzeug zwangsweise in einer extremen Position drauf, wo ich schon Kraft brauche, diese Position überhaupt einnehmen zu können, und ich dadurch nicht einmal ein vernünftiges Gefühl zum Fahrzeug mehr habe, werde ich es mit Sicherheit langsamer sein, als wenn ich entspannt drauf sitze, gutes Gefühl zum Fahrzeug habe und versuche hier den Grenzbereich ein bisschen zu erfüllen. Also gerade im Hobbybereich profitiert fast so gut wie niemand von diesem extremen Fahrstil von Elbow Down, sondern erzeugt sich damit meistens eher nur Probleme. Fürs Foto schaut es natürlich super aus, keine Frage, aber es macht selten schnell. In welcher Phase der Kurve ist jetzt überhaupt der Elbow Down sinnvoll? Also beim Reinfahren wirst du noch nicht haben. Ist einfach wirklich nur am Scheitelpunkt oder ist beim Rausbeschleunigen eigentlich auch so ein Thema? Also beim Reinfahren ist es eigentlich noch kein Thema, weil beim Reinfahren bin ich eigentlich noch dabei, das Fahrzeug zu verzögern. Ja, ja. Da will ich das Gewicht vorne noch gar nicht haben. Ja. Also das beginnt erst zu wirken, wenn man zum Scheitelpunkt hinkommt. Ab dem Scheitelpunkt, da geht es dann darum, wirklich das Gewicht zum Vorderrad zu bringen, weil dann ja die Beschleunigungsphase beginnt. Ja. Also alles, was in, ich nenne es mal Mid-Corner ist, ab da beginnen, wenn überhaupt, diese kleinen Vorteile zu wirken. Und besonders am Kurvenausgang dann eben durch diese sehr nach vorne gebeugte Haltung kann es zu leichten Vorteilen kommen. Aber wie gesagt,
Der größte Vorteil an dem System ist eigentlich, einen zusätzlichen Auflagepunkt nochmal zu erzeugen. Das ist das, was ich ja übers Knie genauso mache. Das Knie ist ja jetzt weniger dazu da, hier irgendwas Schräglagen zu detektieren, weil das bringt mir nicht viel, weil ich muss sowieso den Grenzbereich erspüren können, weil auf jeder Rennstrecke und mit jedem Reifen hast du unterschiedliche Schräglagenmöglichkeiten. Also das reine Schräglage, selbst eine Schräglageanzeige vorne im Display wird mir nichts nützen, weil ich nicht weiß, ist das jetzt gerade das Limit für die Strecke oder für den Fahrbahnzustand oder nicht. Das geht nicht. Also man ist eigentlich immer als Rennfahrer und als guter Fahrer dazu gezwungen, den Grenzbereich austasten zu müssen. Und das tue ich mir am leichtesten, indem ich einfach relativ entspannt drauf sitze, mein Knie nur Kontakt aufnehme. Das gibt mir ein bisschen das Vertrauen, dass wenn ich ein Ticken übertreibe und ein Rad verliere, das Rad wegzurutschen beginnt, einfach einen gewissen Druck wegnehmen kann. Und dadurch bin ich in der Lage, das Fahrzeug wieder zu stabilisieren. Ja. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, den man beachten soll, sowohl beim Knie, über das man eigentlich fast nicht mehr redet. Das ist, wie gesagt, kaum nicht wegen einem Sensor oder zusätzlicher Information, sondern wirklich nur, um so einen Sturz zu verhindern. Und das Gleiche gilt natürlich auch beim Ellbogen. Ja. Der soll wirklich nur dazu dienen, dann auch gewisse Rutscher dann noch abfangen zu können. Wobei sich da jeder, glaube ich, relativ gut vorstellen kann, dass hier dazu gewisse Fertigkeiten schon notwendig sind, um das Ganze auch wirklich in einen Vorteil umsetzen zu können. Aber wenn jetzt wer, sagen wir, wirklich so flott ist und auch die Morch hat körperlich, dann ist es tatsächlich der Vorteil der Gewichtsverlagerung nach vorne. Weil du sagst, du hast halt dann einfach den Oberkörper extrem weit vorne und das könnte dann ja doch dem einen oder anderen von euch was bringen. Das könnte helfen, aber wie gesagt, hat auch den Nachteil, dass der Gewichtstransfer ans Hinterrad dann später passiert. Das heißt, der Grip beim Rausfahren wird dadurch sicher nicht besser. Und ein guter Beweis, den nehme ich immer ganz, ganz gern her, weil der Kollege, den ich hier vor uns hingelegt habe, eher so den typischen, ich will nicht sagen alten Fahrstil, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber der teilweise noch angewendet wird, vor allem von dem Kollegen, vom Johnny Ray, der eigentlich die letzten, man kann sagen, 6-7 Jahre die Superbike-Klasse an vorderster Front dominiert hat, und der auch noch den normalen Fahrstil anwendet. Und der demonstriert es eigentlich sehr gut, dass der normale Fahrstil auch ohne Elbow-Down immer noch genauso schnell ist wie der andere Fahrstil, der neue, moderne mit Elbow-Down. Das sieht man, dass es nicht unbedingt notwendig ist und dann nicht unbedingt schneller macht. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, das auch einmal ein bisschen rüberzubringen, dass alles, was neu ist und gerade modisch ist, vielleicht nicht immer das Schnellste ist. Schaut zwar sicher spektakulär aus, keine Frage, aber ich bin trotzdem eher dafür, relativ entspannt auf ein Fahrzeug drauf zu sitzen. Und ich merke das auch bei Instruktorfahrten und Instruktortrainings, wo ich mit den unterschiedlichen Fahrerklassen mehr oder weniger auch arbeite, hat sich eigentlich immer gezeigt, dass sich der Fahrer da am leichtesten tut und am schnellsten fährt, wenn er relativ entspannt am Fahrzeug drauf sitzt. Und damit meine ich jetzt nicht kerzengerade aufrecht, so der typische Tourenfahrerfahrstil, sondern schon einen gewissen Hang-off fährt, aber alles in Grenzen, wo man nicht viel Kraftaufwand braucht und auch noch gutes Gefühl zum Fahrzeug hat. Wo ich das Problem auch hatte bei diesen extremen Fahrstilen wie mit dem Elbow Down, war, dass ich einfach das Gefühl zum Vorderrad vermisst habe, weil ich durch diese extreme, wenn man sich das nochmal anschaut, durch dieses extreme seitliche Halten, man ist ja mehr seitlich vom Motorrad und fast neben der Drehachse vom Lenker. Mir hat es unheimlich schwer gefallen, hier wirklich den Grenzbereich zum Erspüren, als wenn ich den Oberkörper ein bisschen aufrechter mache und eher von hinten auf den Lenker draufgreifen kann. Hier habe ich viel mehr Feingefühl gehabt, als mit diesen extremen Elbow-Down. Ja, also das heißt, es müsste sich
theoretisch auch von der Geometrie ein bisschen was ändern, dass die Kröpfung nicht nur nach hinten geht, sondern sie müsste so fast schon vorgehen, was natürlich bei allen anderen Fahrdynamik-Szenarien nur Nachteile bringt. Ne? Aber ansonsten wäre es mit so einer Haltung halt am besten, weil dann kannst du es am besten umsetzen. Ich finde, Martin, der Jonathan Ray ist ein gutes Beispiel, weil da hat er im letzten Jahr eben Toprak Razgalioglu mit seinem Orgen-Fahrstil gewonnen. Heuer aber wieder Alvaro Bautista, der auch ein bisschen einen, sag ich mal, älteren Fahrstil reinbringt. Also ja, cool, cooles Thema. Hast du echt interessant für uns, für euch aufgearbeitet. Für mich auch sehr, sehr spannend. Danke dir für die Auskünfte und müsst jetzt selber überlegen, ob ihr unbedingt daran arbeiten wollt, Elbow Down zu schaffen. Ein richtig arger Mythos ist es ja tatsächlich nicht. Ne? Wir haben es ja aufgeklärt, was es bringt. Ja, danke fürs Zuhören und Zuschauen bei dieser RaceLab-Folge. Abonniert bitte unseren 1000 PS YouTube-Kanal, dann bekommt ihr so und so alle Videos freihaus geliefert. Ich sage danke, ich sage tschüssi. Martin sagt baba.